Herzlich willkommen bei meinem Kanal Divine Design Manifestation. Wir bearbeiten alle möglichen Themen, die uns von unseren Wünschen und Träumen trennen. Wir entlassen alle Zweifel und wir verlassen uns ausschließlich auf unsere Energie, auf unseren energetischen Abdruck, der im Außen die Dinge kreiert, die wir uns wirklich wünschen. Inspiriert von einem Facebook-Post möchte ich hier zu einem Thema nochmal Licht dahinter bringen, was auch in der spirituellen Szene so, so falsch gemacht, falsch verstanden wird und auch die Leute immer wieder in krasse Sackgassen galoppieren lässt. Warum weiß ich das? Weil ich selber in diesen Sackgassen festgesteckt bin, bis ich verstanden habe, dass wir energetische Wesen sind, dass unsere Gedanken, Annahmen, Rückschlüsse, Überzeugungen, sprich unser Selbstbild, genau das ist, was sich im Außen abzeichnet, in anderen Personen, Situationen, Lebensumständen und so weiter und so fort. Ja, ich fange an und bleib unbedingt bis zum Ende dieses Videos, damit du genau weißt, was zu tun ist und was du in Zukunft nicht mehr tun und vor allem nicht mehr glauben solltest. Die Dame schreibt, eine sich wiederholende Geschichte. Ich werde seit Jahren immer wieder von Männern abgezockt und verarscht. Was liegt hier dahinter? Ich sehe das Geschenk nicht. Ja, es ist kein Geschenk. Es ist eine Information. Und diese Information kannst du nur verstehen, wenn du annehmen kannst, wenn du glauben kannst, wenn du dir sicher bist, dass alles, was in dir ist, nach draußen herausgedrückt, outgepusht wird. So wie Neville Goddard sagt. Everything and everyone is you pushed out. Also nichts kann sich im Außen für dich zeigen, wenn du nicht im Innen diese Vorstellungswelt für dich trägst. Und ich sage extra nicht kreiert hast, weil du trägst eine Vorstellungswelt, ein Selbstbild über dich in dir, das du übernommen hast. Ein energetisches Konzept, ein unsichtbares Konzept, voll mit Informationen, deren du dir nicht mal bewusst bist, übernehmen wir alle. Aus verschiedenen Quellen, nicht nur aus unserer Ahnenlinie, aus unserem Umfeld, sondern aus unserer eigenen Logik, die wir uns im Laufe des Lebens zusammenbasteln, während wir Antworten auf Fragen suchen. So, und diese eigene Logik, diese eigenen, okay, was steckt dahinter, bla bla bla, ich weiß, was dahinter steckt, ich versuche es mir logisch zu erklären. Und was ich hier tue, ich erkläre es dir energetisch. Eine Sache, die unbedingt aufhören muss, ist ein Geschenk zu suchen. Hör auf, ein Geschenk zu suchen. Fang an, die Energie in dir zu suchen, die das, was sich außen zeigt, generiert und kreiert, so dass du diese Energie in dir verändern kannst. Was steckt für eine Energie dahinter, ist die Schlüsselfrage, die du dir stellen musst und beantworten musst. Wenn ich eine Frau bin, die immer wieder von Männern abgezockt und verarscht wird, dann ist das ein Selbstbild. Dann ist das etwas, was ich über mich glaube. Ich bin jemand, der von Männern abgezockt und verarscht wird. Und das ist so groß, das ist multidimensional, diese Überzeugung, die dir nicht mal bewusst wird, bevor du es im Außen siehst, dass sich wiederholt die Situation eingestellt hat, dass du dich von Männern abgezockt und verarscht fühlst. Das heißt,
ich bin jemand, der, Achtung, es ist ein Befehl, der gehört abgezockt und verarscht. Ja, das ist die Energie, die in dir, in deinem Unterbewussten aktiv ist. Und das wirst du jetzt im Moment vielleicht denken, nein, das glaube ich nicht. Aber du glaubst andere Sachen, die dahinter stecken. Und das ganz Tiefste, egal was, ist immer, ich bin nicht gut genug. Mir gebührt nicht das Beste, aus welchem Grund auch immer. Mir passiert Schlechtes. Und auch all hinter diesen vorrangigen Glaubenssätzen, Überzeugungen, Ansichten steckt immer nur eins. Ich bin nicht gut genug. Selbstwert, Selbstliebe, Selbstvertrauen. All das ist die Basis eines stabilen und soliden Selbstkonzeptes. Und wenn ich mein Selbst so energetisch auflade, aufrüste durch Ansichten, Überzeugungen, die heißen, mich kann man nicht abzocken, es ist unmöglich, es gibt niemanden da draußen, der mich überhaupt ausnutzen und abzocken will. Im Gegenteil, man will mich unterstützen und beschenken. Ich bin jemand, ich werde unterstützt und beschenkt. Das ist mein Selbstkonzept, das ist mein Selbstwert. Und sobald irgendeine Sache sich nicht danach anfühlt, nach Unterstützung, nach Wertschätzung, nach absolute Verehrung, ich als Frau, ich bin weg. Ich bin weg. Und zwar weg mit meiner Aufmerksamkeit, weg damit, dass ich drauf reagiere, weg damit, dass ich es überhaupt wahrnehme, weg damit, dass ich mich verhalte dementsprechend. Und das ist das Allerwichtigste, dass du genau weißt, okay, es bin immer, immer ich. Und es sind immer meine Ansichten, Überzeugungen, Rückschlüsse, Analysen, Zusammenhänge. Es bin immer ich. Und wenn ich da draußen Männern begegne, die mich ausnützen und abzocken, dann muss ich auf der anderen Seite ein Selbstbild von einer Frau haben, die ausgenutzt und abgezockt wird. Energie lügt nie. Es ist immer so. Und jetzt liegt es an mir, dass ich in mir all diese Überzeugungen lösche, loslasse, ablöse, Lügenstrafe. Und das ist für meinen logischen Verstand schwierig, weil ich muss den logischen Verstand dahin bringen, um zu sagen, so ein Scheiß, was auch immer in der Vergangenheit mich dazu bewegt hat zu glauben, dass ich abgezockt werden kann, dass ich belogen oder verarscht werden kann. Das ist eine pure Lüge. Und das ist das, was ich mit meinen Divine Design Teachings erkläre, weil viele sind auf der Suche nach diesen Antworten im Human Design. Und diese Antworten findest du vielleicht auch in Genkis, in deinem Geburtsdatum, was auch immer darauf erzählt oder rückgeschlossen wird. Aber die Lösung, die Auflösung all dieser menschlichen Denkweisen, die immer wieder noch in beschränkt und nicht gut genug funktionieren, die findest du erst in deinem Divine Design. Da findest du absolute Erlaubnisgeber für eine Energie, die in höchster Perfektion, in höchster Wertschätzung, in höchster Liebe, in höchster Anerkennung und Unterstützung ist. Und dieses Divine Design musst du in dir aktivieren. Und das Geschenk,
wenn du schon ein Geschenk suchen möchtest dahinter, dass dir solche Dinge passieren, dass dir Dinge passieren, wo du immer irgendwie denkst, scheiße, immer wieder das Gleiche. Das Geschenk dahinter ist, dass du erkennst, dass du hier in einem beschränkten, minderwertigen Design von dir, in einer beschränkten, minderwertigen, zu verarschendsten, nicht wertzuschätzenden, nicht unterstützenden Version von dir unterwegs bist und dementsprechend dein energetischer Fußabdruck Kommandos und Befehle nach außen schickt und sagt, das muss ich im Außen zeigen. Das sagst du natürlich nicht bewusst, aber unterbewusst sagt deine Energie sagt, ich bin eine, die wird abgezockt und verarscht. Und da kannst du 100.000 Gründe finden. Die Gründe liegen immer darin, dass wir diese Überzeugung ungefiltert übernommen haben und ihr erst bewusst werden, wenn sich wiederholt im Außen die gleiche Situation zeigt. Und genau darum geht es. Und was in der spirituellen Helfer-, Berater-, Heilerszene immer noch nicht verstanden wird, ist, dass es die Energie ist. Und diese eine Frage, die muss endlich aufhören. Und die gut gemeinte Frage ist hier auch wieder drunter gestellt worden, um dieser Dame, die diesen Post gemacht hat, zu helfen. Und das ist Killer. Das ist eine Killerfrage und sie ist so weit verbreitet. Die Killerfrage ist: Wo oder wann und wen hast du betrogen und abgezockt? Ja? So, jetzt pass auf. Ganz, ganz wichtig. Jetzt fängst du an zu denken, wem gegenüber, wen habe ich betrogen? Aber das hilft dir keinen Millimeter weiter, sondern die Antwort ist da. Ich habe mich betrogen und abgezockt. Ich mich selber habe mich betrogen und abgezockt und deswegen bin ich betrogen und abgezockt. Ich habe mein Selbstbild, mein Selbstkonzept, mein Divine Design betrogen und abgezockt. Ich war nicht in meinem Divine Design, ich war in meinem needy, bedürftigen, menschlichen Design und habe mich so bedürftig und nach Liebe gesehnt, dass man mich abzocken konnte, dass man mich betrügen konnte, dass man mich belügen konnte, dass man mir vorgaukeln konnte, dass es hier bei diesem Mann Liebe gibt und Anerkennung und Rückhalt. Aber nicht umsonst. Nicht umsonst. Ich muss das verdienen, ich muss es geben und ich muss ihm was geben und ich muss ihm zuerst meine Anerkennung zeigen und ich muss für ihn da sein und ich muss ihn unterstützen, dass es endlich zu mir zurückkommt. Und genau da liegt der große Fehler. Du musst niemanden außerhalb von dir unterstützen, niemanden außer dich selber. Außer dich selber, du musst ausschließlich für dich selber da sein, du musst ausschließlich dein eigener Support sein. Du musst ausschließlich in deiner eigenen Energie klar und stark sein, in deinem eigenen Selbstbild, sodass diese verdammte Neediness nicht mehr da ist, weil du bist aufgefüllt. Du bist aufgefüllt, du bist da, du bist für dich da, zuverlässig für dich da und du verkaufst dich und verscherbelst dich nicht für ein kleines bisschen Hoffnung, für Liebe, Anerkennung und Unterstützung. Das hast du nicht nötig, denn es ist in dir drin, du bist diese Frau. Sie ist bedingungslos anerkannt, unterstützt, geliebt, gewollt, gewertschätzt. Wenn du diese Energie in dir trägst, muss ich im Außen das Pendant dazu zeigen, im Verhalten von anderen Menschen. Das ist energetisches Gesetz. Es ist die Energie, die genau so spielt. Deine Gedanken, Annahmen, Rückschlüsse, das, was du bist, in deinen eigenen Augen bedingungslos
von irgendwelchen äußeren Umständen und Geschichten. Kreiert dein Außen bedingungslos in allen Lebensbereichen. Und dieser Mann ist dafür da, dass dir klar wird. Er ist von dir kreiert, generiert worden, damit du das Bild von dir im Außen hast, das so widerlich ist, das so bedürftig ist, das so armselig ist, dass du sagst, wow, zurück zu mir, zurück zu mir, zurück zu mir. Und genau das ist der Prozess. Und dieser Prozess ist nicht einfach, weil dein Verstand dir immer wieder dazwischengrätscht und dir immer irgendwie wieder logische, analytische Rückschlüsse geben möchte, warum es nicht so ist oder warum du nicht so bist oder warum du nicht so sein kannst. Und genau diese Dinge musst du wegpolieren. Bist du rein und klar, sowas von glasklar, rein, diamantrein in deiner Energie bist, hast dich nichts mehr im Außen schockiert und irritiert, weil du da bist, du bist in dir und du weißt, aus dir heraus entstehen alle Beziehungen zu Kunden, zu Menschen, zu Freunden, zu Partnern, zu Geld, zu Erlebnissen, zu Situationen. Du machst das. Und so ist das zu verstehen. Und es muss endlich aufhören, dass wir anfangen, hier Ursachen im Außen, in Geschichten, in anderen Menschen zu suchen, wobei es nur wir sind die Welt. Wir sind die Energie, die unsere Welt generiert. Und desto klarer sie dem entspricht, was du da draußen sehen möchtest und erleben möchtest, desto schneller hast du deine Wünsche und Träume im Außen, die dich widerspiegeln, die dir wieder zeigen, oh ja, ich bin diese tolle Frau. Ich habe dazu eine gratis Masterclass hier auf meinem YouTube-Kanal, das heißt das Göttinnenprinzip, da gehe ich nochmal tiefer rein. Aber jede Frau ist individuell, jede Frau hat sich selber irgendeinen Bullshit zusammengestrickt, glaubt irgendwelche Sachen, die sie sich im Laufe ihrer Suche nach Antworten zusammengestrickt hat und zusammen studiert hat und deswegen zusammen geglaubt hat. Und das sind eben genau diese herzigsten Dinge, die Leute, die schon am längsten auf ihrem spirituellen oder ihrem Seelenweg sind, die haben so viele Konzepte in ihrem Kopf, dass es ihnen nicht erlaubt, rein und klar in Energie zu denken. Und da komme ich ins Spiel als Mentorin und als Coach, weil meine absolute Spezialität ist, ich kann deine Energie lesen. Das heißt, ich kann deine Gedanken, deine Rückschlüsse, deine Glaubensmuster, deine Überzeugungen lesen und kann sie dir auf den Tisch legen und kann dir zeigen, wie viel Bullshit du über dich noch selber glaubst, das überhaupt absolut haltlos ist. Und vor allem kann ich dir diese Transformation möglich machen, die Dinge, die deinem Divine Design, deiner Wahrhaftigkeit, deiner Wunschenergie, deiner göttlichen Energie entsprechen, zu geben. Und du darfst sie übernehmen, du darfst sie implementieren, du darfst sie in dir aktivieren, du darfst sie in dir tragen, bis du die Frau bist, die sagt, ich bin geliebt, getragen, unterstützt, gewollt, erwünscht, in allen Lebenslagen, mit allen Menschen, in allen Situationen, mit all meinen Zielen, mit all meinen Wünschen und all meinen Träumen. Und wenn das ganz fest in dir verankert ist, dann bist du erfüllt. Und es muss sich die Fülle von dem, mit dem du aufgefüllt bist, im Außen manifestieren, objektifizieren, zum Objekt werden, zum festen, materiellen, physikalischen Zustand. Ja, meine Lieben, ich hoffe, gedient zu haben und teilt dieses Video. Es kämpfen so viele Frauen immer wieder mit dem Gleichen. Warum?
Ich bin hier, um diese Antworten zu geben auf deine Warum-Fragen, und zwar auf bedingungsloser Ebene, das alles wieder zurück auf deinen energetischen Zustand wirft, sodass du einen Punkt hast, an dem du arbeiten kannst, nämlich an dir selbst, an deiner Energie. Und deine Energie wird generiert durch deine Ansichten, Überzeugungen über dich und über die Welt. Mach sie so, dass es dir gefällt. Es gibt keine Bedingung, die dir erlauben kann, dass du das kannst, jetzt kannst, nie kannst, später kannst oder sonst noch irgendetwas erledigen, lernen musst, gut genug werden musst, dass dieser Moment, der jetzige Moment ist, wo du anfängst, da zu generieren, zu manifestieren und zu kreieren, wo die Dinge entstehen, in dir selber. Ich freue mich, wenn du mir schreibst in die Kommentare. Bitte abonniere meinen Kanal. Bitte tu ihn weiterempfehlen. Es gibt so viele Frauen da draußen, die diese Information brauchen, damit sie aufhören, auf diesen Holzwegen, wie ich sie nenne, rumzugaloppieren und Antworten und Lösungen zu suchen, wo sie nicht sind. Alles Liebe und bis dann.